Und guten Tag, Dirk Schneidemesser, mein Name. Einige von euch kennen mich von gestern aus Changing Cities. Heute bin ich hier mit einem anderen Hut auf von tatsächlich meiner Lohnarbeit am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Und heute werde ich ein bisschen was über die, was ich glaube, die richtige Sprache für die Verkehrswende wäre und wie das uns weiterhelfen kann. Erstmal eine Frage vorab, wer alles jetzt mittlerweile Klimakrise oder gar wieder Erderwärmung sagt, anstatt das verharmlosende Klimawandel. Ich kann euch ja nicht sehen, ich sehe den Chat auch nicht, insofern werde ich kein Feedback dazu kriegen, aber Ein vielleicht kann bisschen Fabian schwierig. mir sagen. Das Format ist gerade ein bisschen schwierig. Die Umfragen funktionieren leider nicht so gut. Auf jeden Fall, falls ihr das schon tut, super, dann seid ihr schon auf einem guten Weg. Und ihr macht schon in gewisser Weise das, was ich hier heute in diesem Vortrag vorschlagen will. Sprache formt ja bekanntlich das Bewusstsein. Das sagt eine NDR-Reporterin in einer Reportage über die Sprache, die in Polizeimeldungen genutzt wird. Sie, wie viele von uns, stellt fest, dass die Sprache, die die Polizei nutzt, die Schuld für Verkehrsgewalt vom Auto und vom Autofahrerinnen fernhält. Und der Text aus einer Polizeimeldung wird oft immer direkt in die journalistische Berichterstattung übernommen. Das formt dann unseren Bewusstsein und prägt dann unseren Zugang zu Problemen. Beispielsweise wird die Möglichkeit der Schuldzuweisung bzw. die Verantwortlichkeit für eine Aktion durch Sprache bestimmt. Jetzt probieren wir mal die erste Folie. Die anderen werden sicherlich besser. Radfahrerin prallt gegen Autotür und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu. Diese Schlagzeile betrifft einen Vorfall in der Kreuzberger Wilhelmstraße bei mir um der Ecke. Die Straße, in der man als Radfahrerin schnell angehupt wird, sobald man den sogenannten Schutzstreifen verlässt. Dass der Radschutzstreifen in der Doring-Zone liegt, zu dem es gerade jetzt auch einen Workshop auf der Konrad gibt, wird in der Berichterstattung nicht erwähnt. Im Artikel wird der Vorgang so beschrieben, und pass auf, wie die Sprache es so darstellt, dass der Autofahrer als passiv dargestellt wird und obwohl er es ist, der in dieser Situation tatsächlich die Probleme verursacht und sich falsch verhält. Der Artikel führt so weiter. Die Frau war demnach mit ihrem Fahrrad gegen die Tür eines ordnungsgemäß geparkten Wagens am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße gekracht, als der 43-jährige Autofahrer gerade aussteigen wollte. Die Frau, die auf dem Radstreifen unterwegs war, stürzte zu Boden. Diese Erzählung lässt keinen Raum dafür, die Schuld bei dem Autofahrer zu sehen, der nicht aufgepasst hat, als er seine Autotür öffnete. Noch erlaubt es uns, auf die Idee zu kommen, dass die Infrastruktur und die Verkehrsregeln solche Gefahren verursachen. In Großbritannien und in den USA haben WissenschaftlerInnen viel darüber geschrieben, wie die Sprache, mit der Verkehrsunfälle beschrieben werden, eine entscheidende Rolle in unserer Wahrnehmung spielt. Sie zeigen, dass die Sprache eine wesentliche Rolle spielt in unserer Beurteilung davon, wo die Schuld liegt und was für Maßnahmen helfen könnten, Verkehrsgewalt zu minimieren. Da wären wir schon beim nächsten Thema, Unfälle. Das Wort Unfall, maskulin, kommt von Mittelhochdeutsch, Unwahl, und bedeutet ein unvorhersehbares Ereignis mit Personen- oder Sachschäden, Missgeschick, Unglück. Unvorhersehbar. Mit zwischen 3.000 und 4.000 im Straßenverkehr getöteten Menschen jährlich in Deutschland über das letzte Jahrzehnt kann die Rede von unvorhersehbar kaum treffend sein.
Das Wort Unfall beschreibt eher Ereignisse der Verkehrsgewalt, also ziemlich schlecht. Wir brauchen eine Sprachhilfe für Journalistinnen und Journalisten, um in diesen Bereich weiterzukommen. Demnächst wird eine Sprachhilfe für Journalistinnen und Journalisten von britischen Forscherinnen publiziert. Darin steht, Journalistinnen dürfen bei der Beschreibung von Straßenkollisionen nicht den Begriff Unfall verwenden. Kollision oder Zusammenprall sind zutreffender, insbesondere wenn die Fakten des Vorfalls nicht bekannt sind. Sowas haben wir bisher in Deutschland nicht. Davon könnten wir uns sicherlich eine Scheibe abschneiden, damit wir auch nicht mehr in der Zeitung sowas lesen wie 4-Jähriger läuft gegen Auto oder 45-jährige Radfahrerin stürzt in abbiegende LKW. Das sind echte Schlagzeilen aus deutschen Zeitungen. Wir wollen aber die Verkehrswende voranbringen. Nicht nur, damit wir weniger Verkehrsgewalt haben, über den es zu berichten gilt, sondern damit wir auch sicher entspannt Radfahren können. Egal, ob wir 4 oder 94 Jahre alt sind. Wir wollen die Städte drehen, die Mobilitätswende erleben und bessere, sichere, nachhaltigere und lebenswertere Städte die nächste Generation hinterlassen. Bis dahin ist noch ein langer Weg. Wir können uns aber helfen, und das ist mein Hauptargument in diesem Vortrag, wir können uns helfen, wenn wir die richtige Sprache anwenden. Jetzt muss ich euch gleich enttäuschen. Ich weiß leider nicht, welche Sprache die richtige ist. Ich habe keine Rezepte dafür. Ich gebe aber ein paar Ideen mit und ich glaube wirklich fest daran, dass wenn wir gemeinsam und gleichzeitig anfangen, eine bessere Sprache zu verwenden, dann kriegen wir nicht nur Städte gedreht, sondern drehen auch Gedanken und öffnen ganz viele Köpfe für die Möglichkeit, Städte besser zu gestalten. Ein paar Mal habe ich gehört, Dirk, seitdem ich mit dir rede und mit dir unterhalte, kann ich die Autoorientierung in meiner Umgebung gar nicht mehr nicht sehen. Das hat Katja auch im Eingangs-Keynote beschrieben. Sie macht es wahrscheinlich viel öfters als ich und hört es auch bestimmt viel öfter als ich. Aber ich habe es leider nur ein paar Mal gehört. Aber es ist genau dieser Hebel, die wir mit der Sprache in den Köpfen, also dieser Hebel, die wir umwerfen können, wenn wir die richtige Sprache treffen. Und von dann an gibt es kein Zurück. Das bereitet der Weg hin zu bessere Städte. Und was steht uns im Weg? Ich führe nur hier ein paar wenige Beispiele auf, die ich für besonders wichtig halte. Diese Begriffe tragen dazu bei, die Autodominanz in unseren Köpfen aufrecht zu erhalten. Und die können wir auch uns entgegensetzen. Unfälle hatten wir schon. Ich werde auch über den Begriff autofrei sprechen, auch über die sogenannte gesperrte Straße und über den sogenannten Parkplatz. Aber zuerst Unfälle, das hatten wir schon. Dafür ist Rammen, Zusammenstoß oder Ähnliches besser. Etwas, wo klar ist, dass wir als Gesellschaft was dagegen unternehmen können. Etwas, was Handlungsoptionen anbietet und Kollisionen nicht als Naturphänomen darstellt. Bei dem Begriff autofrei, im Sinne von autofreie Kieze oder autofreie Friedrichstraße, da bin ich etwas gespalten. Autofrei kann provozieren und es kann auch dazu genutzt werden, eine Idee oder eine Vision zuzuspitzen. Und somit kann es auch dazu führen, dass Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt wird. Das kann gut sein, aber an und für sich beschreibt der Begriff autofrei die Abwesenheit von etwas und nicht eine eigene Qualität. Und eigentlich ist es eine bessere Qualität des öffentlichen Raumes, was wir anstreben. Belebt, offen, schön, sicher, sauber. Das sind alles Adjektive, die eine eher so eigene Qualität beschreiben. Natürlich, sicher impliziert beispielsweise die Abwesenheit von Gefahr. Aber es ist schon deshalb besser, weil es eine eigene Qualität positiv beschreibt und zumindest bei mir
Ich entwickle positivere Gedanken bei dem Begriff sicher als bei dem Begriff gefahrenfrei. Konkreter wird das vielleicht mit dem nächsten Beispiel, eine Alternative zu der gesperrten Straße. Lass uns immer die Straße sperren, damit wir immer darauf spielen können. Das sagte mir enthusiastisch eine 7-Jährige, als ich eine sogenannte temporäre Spielstraße letzten Sommer in Friedrichshain-Kreuzberg betreute. Die temporären Spielstraßen waren eine von mehreren Prototypen für den öffentlichen Raum, die wir gemeinsam mit der Politik und Verwaltung entwickelt haben, um den Zugang zu den öffentlichen Raum sicherzustellen angesichts der damals brandneuen Corona-Pandemie. Die Prototypen hatten wir übrigens alle unter dem Titel offene Straßen entwickelt. So auch beispielsweise die Pop-up-Radwege. Und offene Straßen trifft es auch viel besser. Eine Straße, die nur für eine Sache vorgesehen ist, nämlich Kraftfahrzeuge, scheint mir eher gesperrt zu sein als eine Straße, auf der eine ganze Bandbreite an Aktivitäten stattfinden kann. Von Begegnung oder Sport über Verweilen oder Geschäfte nachgehen. Und hier will ich auch den Kuchenverzehr gar nicht außen vor lassen. Das ist nämlich meines Erachtens eine ganz wichtige Aktivität, was man auch im öffentlichen Raum machen kann. Sperren ist nämlich was Negatives. Niemand will eingesperrt oder ausgesperrt sein. Öffnen dagegen hat was Positives, positive Konnotationen. Auf eine Eröffnung freut man sich. Und in der Pandemiezeit sehen wir ja uns ja alle nach Öffnungen. Es ist daher wichtig, dass wir das, was wir wollen, auch mit der Wortwahl, als etwas Positives darstellen. Lass uns also offene Straßen fordern und nicht Straßensperrungen. Es ist eine Gewohnheitssache. Wir müssen es sicherlich ein paar Mal selber üben, damit es leicht von der Zunge rutscht. Also deswegen würde ich tatsächlich dafür plädieren, nach dem letzten Keynote hier, sagt es einfach 10-mal, wir wollen offene Straßen, wir fördern offene Straßen und fordern offene Straßen. Kommen wir zum Begriff Parkplatz. Wenn wir vom Parkplatz sprechen, unterstreichen wir der Gedanke, dass der Platz zum Parken da ist. Aber was ist eigentlich Parken? Parken beschreibt eine Aktivität, das Lagern von Privatbesitz, oftmals im öffentlichen Raum, oftmals gratis oder nahezu gratis. Ein Lager ist ein Ort, wo wir etwas aufheben, damit wir und in der Regel nicht andere später davon Gebrauch machen können. Normalerweise darf ich mein privates Hab und Gut im öffentlichen Raum nicht lagern, vor allem nicht, wenn ich den Anspruch habe, dass es mein Hab und Gut bleibt. Oder ich muss es an irgendwas Festes anketten. Der einzige Ausnahme sind Fahrzeuge. Und bei Fahrrädern wissen wir alle, dass wenn wir sie nicht gut anketten, sie auch mal weg sein können. Auch wenn wir sie anketten. Bei Autos aber ist es normal geworden, diese private Gegenstände im öffentlichen Raum zu lagern. Es wurde schon sogar das Wort dafür erfunden, was dieses Phänomen harmlos und als das Normalste überhaupt erscheinen lässt. Parken. Und um die hohe Nachfrage entgegenzukommen, haben Kommunen, vor allem Straßenämter, es zur Hauptaufgabe gemacht, diese Flächen für das Lagern von Privatautos herzustellen und zu unterhalten, zu Kosten von 1.500 bis 5.000 Euro für die Errichtung und bis zu jährlich 300 Euro für die Instandhaltung. Wir alle wissen aber, was passiert, wenn wir was anderes als ein Auto auf der Fläche abstellen. Bald kommt das Ordnungsamt und es ist weg. Gegebenenfalls kriegen wir ein Bußgeld verhängt dafür. Jetzt kriegt ihr eine Hausaufgabe. Schreibt einen kleinen Text, 4-5 Sätze reichen, in der ihr eure eigene Straße oder eine gängige Stadtstraße beschreibt. Das wird schwer sein, ohne parkende Autos darin zu haben. Dann ersetzt ihr das Wort Parken, Parkplatz oder die ähnlichen Begriffe mit Fläche, wo private Fahrzeuge im öffentlichen Raum nahezu gratis gelagert werden.
Es wird absurd klingen, weil es absurd ist. Und mit dem Wort Parken verdecken wir die Absurdität, das hindert uns dabei, das Phänomen in Frage zu stellen. Mein Vorschlag also, dass wir bei der Wortwahl der Benennung einer Fläche für das Abstellen von Privatbesitz einen Begriff nehmen, was besser dazu passt. Eine Autolagerfläche. Autolagerfläche mag am Anfang etwas ungewohnt und holprig erscheinen, aber so ist es nun bei neuen Begriffen und auch das müssen wir sicherlich ein paar Mal üben. Aber wenn wir den Konflikt um die Flächenverteilung reingehen wollen, wird es für unser Anliegen sicherlich auszahlen, wenn wir Autolagerflächen umnutzen wollen. Das klingt nämlich berechtigter und legitimer als das Framing der Gegnerinnen, die mit der Phrasen wie Parkplätze vernichten hantieren. Möglicherweise ist schon die halbe Miete gewonnen, wenn eine Unterhaltung sich um die Umverteilung der Fläche von Privatautos lagern zu Radverkehrsflächen dreht, als wenn es darum geht, wie viele Parkflächen wegfallen sollen. Und wenn wir die Nutzung des Begriffs Autolagerfläche, wenn wir dabei angegriffen werden und die Diskussion anfängt, über die Richtigkeit dieses Begriffs zu drehen, haben wir die AutolagerflächenverteidigerInnen bereits zu unserem eigenen diskursiven Terrain gelockt. Das ist ein Fortschritt. Also versuchen wir, die Orte für das Lagern von Privatautos beim Namen zu nennen, Autolagerflächen. Darüber hinaus können wir Sympathiepunkte gewinnen, wenn wir mit positiver Konnotationen auftreten. In den 20er Jahren hat die US-amerikanische Autoindustrie sehr viel Geld und Energie da reingesteckt, diese Phrase zu verankern, America's love affair with the automobile. Ich gebe ein Bier aus für die Erste, die die Phrase Deutschlands Liebesaffäre mit dem Fahrrad in die Presse unterkriegt. Lass uns versuchen, die Sprache zu nutzen, denn wir wollen andere Städte und dafür braucht es ein anderes Bewusstsein. Und die Sprache formt ja bekanntlich das Bewusstsein. Danke sehr. Sehr cool, vielen Dank. Ich komme immer so ein bisschen bescheuert vor, weil ich diese beiden Streams angucke und der Stream drüben ist 12 Sekunden versetzt. Dann höre ich dir zu und versuche drüben zu applaudieren und merke dann, die hören das ja erst in 10 Sekunden. Da stimmt überhaupt nichts mehr mit meinen Reaktionen. Aber ich sehe sehr viel Applaus. Ich sehe auf jeden Fall sehr viel Applaus für deinen Vortrag und es gibt auch gute Vorschläge für neue Wörter. Katja schlägt vor, maximal eventuell Bedarfs-PKW-Bevorratungsfläche dann vielleicht noch als Anlenk oder Zwischenlagerung von Privatblech im öffentlichen Raum. Also ich glaube, es gibt, Marie erhöht sogar dein Angebot für ein Freibier mit einer Sushi-Einladung, wer die Fahrradliebesaffäre in die Presse bringt. Ich glaube, da gibt es einiges zu holen. Sowohl bei der Sprache als auch beim Sushi und beim Bier abholen dann in der Presse. Also mich interessiert es jetzt wirklich, du hast im Vorgespräch mal erwähnt und man hört es fast nicht, aber ich finde es total spannend, dass du als Nicht-Muttersprachler im Deutschen dich so sehr mit dieser Sprache auseinandersetzt. So, hat dir das, hast du das Gefühl, das gibt dir nochmal einen extra Zugang, dass du halt diesen ganzen Salat irgendwie erstmal lernen musstest und dann halt dir mehr über diese Ursprünge auch Gedanken machst, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, keine Ahnung, ich habe es eh nicht so mit Sprachen, also ich spreche zwar 4 Sprachen, aber bin ganz schlecht im Lernen. Hat das einen Eindruck, spielt das eine Rolle für dich? Das spielt sicherlich insofern eine Rolle, dass ich quasi sozusagen einfach diese oft vielleicht sozusagen einen extra Schritt eingebaut habe in der Wahrnehmung. Also wenn beispielsweise, keine Ahnung, du Parkplatz sagst, denke ich manchmal dann erstmal sozusagen an die Übersetzung von Parkplatz, bevor ich an den Parkplatz an sich denke. Und vielleicht hilft dieser Schritt möglicherweise sozusagen oder diese eine gewisse Distanz bei dieser Auseinandersetzung mit der Sprache. Es hat auf jeden Fall aber auch sehr viel, was ich gelesen habe, dazu beigetragen. Beispielsweise dieses Buch habe ich über die Weihnachtsfeiertage gelesen, Fighting Traffic von Peter D. Norton.
Und darin beschreibt er, wie innerhalb von 7 Jahren es war eine konstatierte Aktion von der US-amerikanischen Autoindustrie, was dazu geführt hat, dass sozusagen die Wahrnehmung, was wir uns unter einer Straße vorstellen, sich komplett gewandelt hat, weil sie sozusagen diese Impulse gesetzt haben. Und diese sind so tief in uns seit ein Jahrhundert, ja, und in so unsere Sprache, in unsere Kultur, dass wir wirklich viel machen müssen, um dagegen ankommen zu können. Ja, super spannend. Also diese Sprachfragen haben uns natürlich auch von Anfang an begleitet schon in unserem Fuß- und Radentscheidsprozess. Positive Kommunikation. Wir hatten auch so eine Pop-Up-Bike-Lane gemacht und dann ging es auch immer gleich, die Straße wird gesperrt und wir haben immer versucht, das zu pushen. Nein, wird die geöffnet und so. Ja. Aber es ist sehr schwierig, da wirklich drüber hinwegzukommen. Vielleicht kurz als Illustrierung, damit es alle auch sehen können. Also das war unsere sozusagen Pop-Up-Bike-Lane. Also die eigentlich waren die Hütchen, waren sozusagen die Markierung, wo dann links davon die Autos fuhren und ich habe dann diese Fotomontage da gemacht, leider nicht so professionell wie Jan, aber das ist sozusagen unser Wunschvorschlag, statt einer vierspurigen Straße irgendwie rechts das von Autos zu befreien. Aber eben, darüber zu sprechen, ist schon wirklich eine Herausforderung und vielen Dank für deine Anregungen. Es gibt dazu auch viel Kommentare schon im Chat. Vielleicht guckst du nachher einfach auch nochmal in den Chat rüber. Und ja, es sind, glaube ich, weniger. Ja, da kommt eine Frage auch wirklich. Ja, woher kommt die homogene Sprache in der Presselandschaft? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, mit unserer Keynote am Ende zu früh anzufangen, weil die Workshops müssen ja alle auch erstmal beendet werden, damit alle hier sind. Ja. Also die Frage war, woher kommt die homogene Sprache in der Berichterstattung? Mhm, der Presselandschaft, ja, genau. Naja, also wenn das sich sozusagen auf die direkte quasi Einspeisung oder Einspeichung für unserem Feld geht, ich glaube, es gibt ein recht hohes Vertrauen von der Presse in beispielsweise die Polizei, was sicherlich auch gut und richtig ist, ja. Dennoch müssen wir die Polizei und wie sie ihre Sprache gebraucht und sozusagen ihr Zugang zur Welt auch kritisch beobachten und kritisch begleiten. Ja, das sieht man, also die Notwendigkeit dessen sieht man auch gerade beispielsweise in Sachen Black Lives Matter und die strukturelle Diskriminierung und Gewalt, was sozusagen in auch beispielsweise jetzt sehr, sehr gut zu beobachten ist in den USA, wie das sozusagen einfach ein Teil von dieser Kultur ist. Und das prägt, das wird natürlich geprägt und unterstützt und verstärkt durch die Sprache. Sprache so homogen, wie wir es sozusagen nutzen, die Journalistinnen werden sicherlich nicht irgendwelche Begriffe verwenden, wo sie meinen, unsere Leserinnen und Leser wissen nicht, was das ist. Ja, das heißt, wir müssen ganz viel Arbeit machen, um sozusagen unsere Sprachangebote bekannt zu machen und dadurch sozusagen in das Angebot reinzubringen, von was möglich ist, also woran eine Journalistin sich bedienen kann. Ja, und das werden Sie sicherlich nicht selber machen, aber beispielsweise diese erwähnte Sprachregelung oder Sprachhilfe, was die britische ForscherInnen zusammenstellen, sowas kann, glaube ich, ganz hilfreich sein. Aber es gibt auch Sachen, wo wirklich wir als Zivilgesellschaft einfach sozusagen da in die breite Gesellschaft gehen müssen und Begriffe etablieren und deren Gebrauch normalisieren. Und das ist nicht einfach, das dauert, aber und das braucht viel Energie und da müssen wir einfach auch konsequent sein, glaube ich. Alles klar, vielen Dank. Wir sind jetzt kurz vor dem Ende der Sessions und kommen gleich zur Keynote. Und sag nochmal vielen Dank, Dirk. Vielleicht kannst du auch nochmal in den Chat rüber gucken und noch die eine oder andere Sache ergänzen, kommentieren. Da gibt's schon auch Leute, die gesagt haben, oh, jetzt musste ich meine Rede umschreiben dank diesem Vortrag. Ich weiß nicht ganz klar, welche Rede, ist ein bisschen schwierig, alles zu verfolgen, aber schau es mal rein, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was ergänzen.
Juti, vielen Dank. Danke dir.